Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Ja, meine lieben Freunde, ich habe einen weiteren Glitch für euch am Start und so gesehen kann man fast schon sagen, dass ich auf einer gewissen Art und Weise irgendwie Founder dieses Glitches bin, nicht direkt, aber irgendwie schon. Und zwar habe ich eine Möglichkeit gefunden, aber das habe ich auch echt nur durch Zufall herausgefunden, wie ihr eure Autos kostenlos tunen könnt. Also ihr könnt mit dem Glitch beim Tuning echt wirklich eine ganze Menge Geld sparen. Also ihr könnt diese Autos kostenlos tunen. Ihr braucht wirklich gar kein Geld zu bezahlen für Motor, Getriebe und so weiter und so fort, für die Lackierung nicht. Wie funktioniert das Ganze? Und zwar funktioniert das so ähnlich wie bei dem Glitch, wo ihr Bennys Felgen auf jedes beliebige Auto machen könnt. Und zwar werde ich euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich mache das Ganze jetzt hier am PC. Das funktioniert auf der PS4, PS5 und natürlich auch auf der Xbox und so weiter und so fort. Auf Nintendo funktioniert das, glaube ich, leider nicht. So, was müsst ihr dafür machen? Was braucht ihr dafür? Ihr braucht auf jeden Fall hier eine Arena-Werkstatt mit einem Bennys Mechaniker. Des Weiteren braucht ihr ein Fahrzeug, was ihr einmal getunt habt. Und zwar muss das ein Fahrzeug sein, was ihr mit Bennys tunen könnt. Also ich habe jetzt den Italy GTO genommen hier. So, und auf dieses Auto macht ihr halt alles drauf, was ihr wollt. Also maximale Panzerung, maximales Getriebe, höchste Motorstufe und so weiter und so fort. Sucht euch eure Lackierung aus und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Also alles, was ihr übernehmen wollt auf noch ungetunte Autos. Das packt ihr alles auf ein Bennys Autos. Also alles, was ihr auf ein ungetuntes Auto haben wollt, packt ihr auf ein Auto. So, wenn ihr das gemacht habt, tut ihr dann Folgendes. Ihr geht erstmal in euer Bennys Auto rein und fahrt damit ganz normal erstmal in die Arena-Werkstatt rein. Und ja, und dann sind die ersten Schritte, also ist fast identisch, genauso wie mit dem anderen Glitch. So, wenn ihr dann mit eurem Auto in der Werkstatt seid, wie gesagt, ihr rüstet das voll auf, hier Panzerung, Bremsen, wirklich alles auf Max machen, Motorabstimmung. So, dann sucht ihr euch eure Lackierung aus, eure Reifen aus, die ihr haben wollt. So, anschließend geht ihr beim Fahrzeug irgendetwas, was ihr verändert. Sei es die Bremsen, die Fenster, ist wirklich egal. Hauptsache, ihr ändert irgendwas. So, dann geht ihr zurück und geht dann nochmal auf die Lackierungen und geht dann auf Premiere und dann auf Crewfarbe. So, und wenn ihr jetzt in diesem Menü seid, wo ihr diesen Stand habt, 25.000, und dabei ist es wirklich egal, ob ihr da oben ein Schloss vorhabt oder nicht, das spielt gar keine Rolle. So, wenn ihr jetzt auf der PlayStation 4 spielt oder auf der 5 oder auf der Xbox, müsst ihr einfach ins Hauptmenü gehen mit der PS-Taste. Am PC gehe ich jetzt einfach hier in das Menü rein, wo ich im Social Club bin, also wo ich die ganzen Freunde und so sehe. So, gehe da wieder raus. So, und ihr seht schon, oben links ist die Meldung verschwunden mit dem Preis. Das steigt hier einfach aus, ja, und geht dann zu eurem Auto hin, was ungetunt ist. Also an dem Auto ist wirklich gar nichts getunt. Dann steigt ihr hier einfach ein und fahrt mit dem Auto raus. Und so wird auch alles weitere übernommen. So, das Auto ist wie gesagt komplett ungetunt. Ich fahre jetzt einfach damit raus. Und ihr seht gleich, zack, bumm, ja, hat sich das Auto auch schon verändert. Und zwar alles komplett, selbst die Lichter, die Farbe, die Felgen, hat sich wirklich alles komplett geändert. So, wenn ihr dann rausgefahren seid damit, steigt ihr aus dem Auto einmal wieder aus. Ja, lasst das wieder in eure Werkstatt spawnen. Und dann geht ihr einfach ganz normal wieder in eure Werkstatt rein. Wir haben das Ganze hier auf Garage-Ebene gepackt. So, und wenn ihr jetzt zu eurem Auto hingeht, werde ich euch zeigen, das ist echt geil für die Leute, die eine Menge Geld sparen wollen. Wo ist es denn, wo ist es denn? Da ist er. Er hat wirklich komplett alles übernommen, auch die Reifen. So, und wenn wir jetzt damit in die Werkstatt fahren, Steuerkreuz nach rechts, werde ich euch zeigen, er hat selbst einen Innenraum übernommen. Also das ist wirklich krank, das ist einfach nur geil.
So, und ihr seht schon, bei Panzerung, das Auto hat wirklich alles übernommen, was das Bennys Auto hatte. Außer bei den, ja, bei der Karosserie. Da müsst ihr natürlich noch selber Hand anlegen. Aber das liegt einfach daran, weil diese Autos natürlich nicht die Tuning-Teile besitzen, die das Bennys Fahrzeug hat. Aber alles andere, was Standard ist, so wie Motor, Bremsen, Turbo und so weiter, Lackierung, Reifen, wird alles mit übernommen. Wobei das ja sogar das teuerste von allen ist. Und ansonsten könnt ihr wirklich mit dieser Methode richtig Geld sparen, weil hier wirklich gesagt alles schon komplett übernommen ist. Wie gesagt, ich habe das echt nur durch Zufall rausgefunden. Ja, so karosseriemäßig müsst ihr wie gesagt selber Hand anlegen, aber alles andere ist wirklich komplett selber übernommen worden. Ihr seht es auch hier bei den Scheinwerfern, sind auch schon die roten Scheinwerfer drauf. Bei den Neon-Kits ist auch alles drauf, das hat er auch mit übernommen. Bei dem Design, klar, ne, dass er das nicht übernimmt. Nummernschild, selbst das Nummernschild hat er, glaube ich, mit übernommen. Aber wir gucken gleich mal. Lackierung hat er mit übernommen, aber wie gesagt, ne, karosseriemäßig übernimmt er das nicht mit. Aber das ist echt richtig geil. Aber jetzt gucken wir mal, ob er das Nummernschild mit übernommen hat. Das würde mich echt mal interessieren jetzt. Und ich denke, euch vielleicht auch. Deswegen vergleichen wir jetzt einmal kurz die Nummernschilder. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass er die gleich mit übernommen hat. Okay, jetzt habe ich hier irgendwie eine Ladeschnecke. Okay, jetzt ist mein Controller aus. Geiles Timing, egal. Nehmen wir halt einen neuen. Hab ja zwei. So, jetzt können wir aussteigen. Perfekt. Ja, Kennzeichen, hat er die mit übernommen? Boost, die gehen mir nicht auf den Sack. Wir merken uns das jetzt einfach mal. 43ME. 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 Ja. Z241. 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 Yo, der hat sogar das Kennzeichen mit übernommen. Okay, das ist natürlich richtig nice. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwelche iFood-Kennzeichen habt, sollte der die auch eigentlich mit übernehmen. Also ich finde das auf jeden Fall eine richtig nice Geschichte. Also dafür gibt es doch auf jeden Fall einen Daumen nach oben, oder? Für euren German HD. Ein Däumchen nach oben, Freunde, wäre ein Träumchen. Ansonsten, Leute, teilt diesen Glitch, ne? Teilt das Video. Wäre auf jeden Fall richtig nice von euch. Wäre auch richtig nice, wenn ihr mir ein Abo da lasst für weitere Videos. Ansonsten bedanke ich mich jetzt noch recht herzlich fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Und ich sage noch, bleibt gesund, meine lieben Freunde. Bleibt treu und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.